ever be good again. I've been nothing but a girl who really should be nothing less. Don't mess up and don't you tell us all how you actually feel. Hallo und herzlich willkommen hier in Rüdersdorf bei der Erkner Gruppe. Dienstagabend, wir haben uns mit Manuel verabredet und werden heute ein kleines Video über seinen schönen Corrado machen. Am besten ist, erzählst du erstmal selber ein bisschen was von dir und dann gucken wir uns mal sein schönes Auto an. Ja, ich bin der Manuel, bin 36 Jahre alt und das ist mein VW Corrado. Den besitze ich jetzt 10 Jahre und fahre damit jetzt die zweite Saison. Wir haben uns ja letzte Woche in Rüdersdorf beim NIM 2023 bei den Asphalt-Raudis quasi getroffen, haben dich angesprochen oder beziehungsweise Frank und gut, dann wollen wir heute ein kleines, schönes Video von deinem Auto machen. Ich habe mich vorhin noch mal ganz kurz belesen. Sie haben ca. 98.000 Corrados gebaut, damals in Kamern bei Osnabrück. Genau. Und was ich ja so ganz fürchterlich schlimm finde, um die 370 Corrados sind 2009 bis 2010 bei der Abwrackprämie verschrottet worden. Die Zeit war persönlich für mich ganz schlimm. Richtig, wo die Leute gesehen haben, was da alles in Schrott gegangen ist. Also, da haben die Leute wirklich schöne Autos weggegeben und Mist eingekauft. Ne? Desto schöner ist es, wenn man die Fahrzeuge sieht, die sie pflegt und die hegt werden. Ja, Basis war der Corrado ein 2 Liter gewesen, 8V und war mir eigentlich damals egal gewesen. Mir geht eigentlich bloß um die Basis vom allgemeinen Zustand. Und ja, der stand dann halt 8 Jahre, weil ich wusste, wie das so ist. Genau, na, ich wusste irgendwann, ich hatte noch andere Autos zu der Zeit, ne? Und ja, dann ging es irgendwann los, dann so 2020, glaube ich, und ja, Karosserie geschleppt hat. Ja, und einmal alles gemacht. Motorumbau, Achsen komplett neu, Bremsanlage. Ja, ganz Karosserie praktisch. Selber gemacht, oder? Karosserie mit meinem Vater zusammen, der ist Karosseriebauer. Genau, und ich habe mal so zu 95% alles selber gemacht, ja. Auspuffanlage mit dem Kumpel zusammengeschweißt, den Edelstahl, Ladeluftsystem aus Edelstahl und Lackierung, ein guter Kumpel von mir. Genau, das ist jetzt ein 20V Turbo aus dem Golf 4 GTI, 98-99, mit Seilzug Drosselklappe noch. Genau, und ja, soweit alles übernommen mit Getriebe vom Golf 4. Mhm. Gut, Motor hast du gesagt, hast du geändert. Ich vermute Fahrwerk, Bremsen, irgendwie der Leistung angepasst. Genau. Auspuffanlage sieht jetzt auch nicht so original aus. Genau, richtig. Also Fahrwerk ist ein ST, sozusagen die KW Variante 2. Ja. Genau, Bremsanlage ist vorne Porsche 6 Kolben, hinten Golf R32 und Auspuffanlage ist ab Turbo 76 mm. Ganze Geschichte natürlich vom TÜV mit dem Segen abgenommen. Genau. Ja, es war halt, ist ja in der heutigen Zeit nicht mehr ganz so einfach. Ne? Wie gesagt, mein TÜV-Prüfer immer hin und her und telefoniert und geht nicht. Und aber ja, im Endeffekt alles so gebaut, dass er halt Hand und Fuß hat. Ne? Und dann hat es auch super geklappt mit der Eintragung. Ne? Ja. Geräuschmessungsfahrt müssen wir direkt machen in Frankfurt-Oder. Okay. Ja. In Verbindung mit der Leistungssteigerung halt und so. Mhm. Ne? Ah ja. Genau. Leider heutzutage alles recht kompliziert, gerade Abgas, Emissionen, Geräusch. Also falls jemand von euch irgendwie da Umbauwünsche hat oder irgendwelche Umbauten machen möchte, können wir euch nur empfehlen oder wir jetzt auch. Sprecht euch vorher mit dem TÜV ab, am besten Dekra oder vom KÜS. Genau. Je nachdem, muss auf jeden Fall ein TÜV sein, der 21er machen kann, also die Einzelabnahmen. Richtig. Und sowas. Wenn man sich da vorher mit den Leuten abspricht, dann hast du natürlich hinterher weniger Sorgen und baust nicht so viel hin und her. Wa? Ja, am besten immer ein TÜVer und mit dem man irgendwo von Anfang an dann so das ganze Konzept durchplant und dann funktioniert das eigentlich. Oh ja. Farbe vom Auto? Das vom Fire and Ice, Golf 2 oder Corrado Jet. Genau. Genau. LC4V. Genau, Dark Violet nennt sich der Lackton. Und wurde 2021 komplett in außen lackiert. Genau. Ja. Klasse Farbe, damals schon beim Fire and Ice.
für mich auch eines der schönsten Sondermodelle, was Volkswagen je gebaut hat. Richtig. Also auch wenn Pink nicht unbedingt die Männerfarbe ist. Von innen gesehen jetzt, ne? Ja, aber irgendwie trotzdem das Gesamtkonzept feiert es auch, den, auch beim, beim Jet, beim Corrado. Gut, die, die pinkfarbenen Flächen in den Türen sind vielleicht ein bisschen groß, aber mittlerweile ist es ja so, dass es so selten und wieder so cool ist, dass, dass man es gerne haben möchte. Genau. Without a hand, it's make or break. When you never did stand a chance. Time is up. Don't you tell a soul how you actually feel. If you do, then they'll cut you right at the heel, and it hurts. No one can save you. It's all on your mind to change to. And baby, you can really try if you climb your way up. Shit out of luck. Nobody will help if you find too close to the sun. Cause you're gonna get burned. So, jetzt haben wir zwei Stunden gespielt. Genau. Mit Auto, mit Kamera, mit Film, mit Ton. Bisschen Spaß gehabt, viel gelacht. Von unserer Seite vielen Dank, dass du die Zeit dafür genommen hast. Ja, danke auch an euch. Uns das Video zu machen. Wir sehen uns allerspätestens wieder am 4. Mai im nächsten Jahr bei unserem Oldtimer-Treffen in Rüdersdorf, Erkner Meets Oldies Nummer 3. Wahrscheinlich vorher schon auf dem einen oder anderen Treffen und ansonsten, wenn du Lust und Laune hast, dann kommst du halt vorbei und Kaffee gibt's bei uns immer. Genau. Manuel, super. Schönen Dank, ja, schönen Abend. Danke, bis zum nächsten Mal. Genau.